Zweiter Satz, 0-0, Legu. Drei Rostock. 2-4. 5-5, Legu. JK Blau-Weiß Münster, ein 74 Jahre alter Verein, in dem, wie gesagt, Roskopf 10 Jahre spielte, von 74, vom 5. Lebensjahr bis 84, ehe ihn dann höhere Ambitionen zunächst nach Frankfurt und dann nach Düsseldorf führten. Dieser Verein hat übrigens 11 Herrenmannschaften, 7 Damenmannschaften, 6 Jugendteams und nochmal 8 Schülermannschaften. Also hier wird was getan für den Tischtennis-Nachwuchs. 15, 17. Die Seite war offen, wenn dieser Ball die Linie entlang gekommen wäre, hätte Legu kaum noch eine Chance gehabt, aber wieder mal fehlten da nur Millimeter. Auch diesmal sprang der Ball nicht ins Netz, sondern genau an die weiße Kante um. Aber Roskopf macht jetzt mehr kleine Punkte, wie die Tischtennisspieler sagen. Im ersten Satz hatte er zu viele Fehler bei einfachen Bällen. Und wieder ist der Ball nicht auf dem Tisch. Bei Legu ganz deutlich zu sehen, dass er immer wieder versucht, Roskopf auf dem Bauch zu erwischen. Das heißt also in der Mitte des Körpers. Man weiß ja, Vorhand und Rückhand sind beim vielmaligen deutschen Meister in etwa gleich stark. Aber in der Mitte, trotz verbesserter Beinarbeit, ist bei ihm ein kleines Loch. Nicht zuletzt natürlich wegen seiner großen Hebel. Dieser Ball kommt einfach heute nicht. Es ist bestens angedacht, wie Legu zunächst einmal beim Aufschlag auf der Rückhand festnagelt. Aber der Schuss, der zählt. Mit der Rückhand geht's besser. 19-18 Roskopf. Den Satz muss er nach Hause bringen. In der Europa Liga werden nur 2 Gewinnsätze gespielt.
ein bisschen zu sehr ins Kreuz gefallen. 19 beide. Und wieder der aufmunternde Applaus der Zuschauer. Und Satzball und damit Matchball für Christoph Legu gegen Roskopf in diesem Eröffnungsspiel. Jetzt ist er da, der typische Jörg Roskopf. Er spielt auch bei 19:20 beim Matchball des Gegners nach 5-6 Fehlversuchen den gleichen Ball. Und ausgerechnet jetzt beweist er wieder Nervenstärke und bringt ihn auf den Tisch. Das ist das, was ihn so stark gemacht hat. Dieser Mut zum Risiko, dieses Selbstvertrauen. Daher schon 12 Medaillen in der erfolgreichen Karriere des Jörg Roskopf. Zuletzt die Bronzemedaille im Herreneinzel bei Atlanta. Und da ist er wieder. Zwei Sätze lang, so möchte man sagen, kommt diese Vorhand nicht. Aber jetzt ist sie da. Und jetzt Satzball Roskopf, die Möglichkeit zum 1:1 Ausgleich. Und da ist er, der Ausgleich, 1:1, alles wieder offen. Vorsprung in diesem entscheidenden Satz wieder für Christoph Legu, der im ersten Satz sofort davongezogen war. Da kam die Aufholjagd von Roskopf zu spät. Der zweite dann sehr ausgeglichen, ehe Roskopf, wie gesagt, nach Matchball für Legu noch gewinnen konnte. Hier eine interessante Perspektive von oben. Roskopf kommt einen Punkt heran. Einmal die Rückhand, mit der er auch im zweiten Satz ganz wichtige Punkte machte. Die Routine sollte ihm jetzt eigentlich helfen im Duell dieser beiden Linkshänder, die beide sehr aggressiv spielen. Aber wer spielt heute im modernen Tischtennissport, wenn er Erfolg haben will, nicht aggressiv? Dieser Christoph Legu, der hat einen schnellen Vorhand-Topspin und ist auch auf der Rückhand klar verbessert. Französischer Meister übrigens in diesem Jahr gegen so starke Konkurrenz wie Gassien und Gila. Ständig wechselnde Führung. Jörg Roskopf, 12 Medaillen hat er in seiner erfolgreichen Karriere gewinnen können.
Der Weltranglisten-Fünfte Legu ist da nur auf dem 55. Rang. Aber was sagt das? Jedes Spiel muss neu gespielt werden. Und die Konstellation ist ja letztlich entscheidend dafür, wer triumphieren kann. Nicht der Ranglistenplatz in Europa oder in der Welt. Legu. Jetzt war das Netz mal mit dem vielmaligen deutschen Meister. Dieser Ball, der kommt heute selten. Er kam bei 19:20 im zweiten Satz in der Schlussphase zweimal und bewahrte ihn davor der Niederlage. Aber jetzt wieder ein Punkt Vorsprung für den Franzosen. 19. Beide haben jetzt wieder versucht, in der Mitte des Körpers den Punkt zu machen. Alles Nervensache und Glückssache natürlich auch. Da entschuldigt sich, das ist bei Tischtennisspielern üblich, Legu für diesen Netzrutscher. Mit dem macht er den Punkt noch nicht, aber Roskopf dadurch natürlich danach in die Defensive gedrängt. Und mit 21:19 gewinnt der 23-jährige Franzose gegen Jörg Roskopf das erste Spiel im Europa-Ligaspiel Deutschland gegen Frankreich. Eine Enttäuschung aus deutscher Sicht. Riesenfreude bei den Franzosen. Das ist ein gelungener Auftakt für die Equipe Tricolore. Ein weniger gelungener für